Herzlich willkommen zum Gemüsefahren-Podcast. Und heute werden wir Konterbunt spielen. Und damit begrüße ich meinen Kameraden Tom Adam. Hallo Tom. Hallo Arti, hallo junges Gemüse. Ja, ich bin richtig gespannt. Wir hatten schon lange nicht mehr so ein Let's Play und das macht mir immer mit am meisten Spaß, muss ich sagen. Ja, und wir spielen heute die App Konterbunt, Einschreiten für Demokratie. Das ist eine Gratis-App, die kann man im Browser entweder spielen am PC oder ihr ladet euch das für die App, also fürs Handy runter, auf Android-Geräten. Und ja, es ist, also ich denke, das verspricht lustig zu werden. Es geht in der App darum, gegen Stammtischparolen zu agieren. Also die App Konterbunt zeigt euch, wie ihr auf Stammtischparolen reagieren könnt. Ja, ich meine, da die beim letzten Video so beworben wurde für unser Geld und unsere Steuern, da sind wir genötigt und verpflichtet, das einfach mal anzutesten, als gute Genau, Staatsbürger. wir sind nämlich darauf gestoßen in dem Format Respekt Kompakt von ARD Alpha und da gab es einen Beitrag über Stammtischparolen, haben wir uns angeschaut, schaut gerne rein auf unserem Kanal. Und ja, da wurde diese App vorgestellt, da mussten wir das einfach mal probieren. Ja, und dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal in die Szene und Ja, Schauen klar. uns dieses wunderhübsche App-Design erstmal an. Ja, Mensch, hier Einschreiten für Demokratie, wie du schon sagtest. Ja, geil. Oh je, was können wir so machen? Wir können Wie wir erstmal einen bei Sims, Avatar genau. erstellen. Lass das mal machen. Ja, und wir sind ein schwarzer Typ mit roten Haaren und Bart. Alles klar. So, war schön mit euch, Leute. Warte, warte, du meinst, das ist gewollt? Ich gehe jetzt noch Ich raus. weiß es Und. nicht. Ah, okay, es ist zufällig. Oh, Ah, Mensch. interessant. Lass das Nein. so, ja. Ah, oh, 15, Okay. ja. Ist vielleicht ein bisschen zu jung für uns, aber. So. Aber wir sind natürlich divers, oder? Wir Also, sind ist ja divers. Lass mal zwingend. so einen richtigen Freak machen. Lass mal. Oh, das dauert, oder? Ja, hast recht, hast recht. Ja, Können wir vielleicht. Was haben wir denn hier? ich glaube, du kannst unten Nasenring, auf, zack. ich glaub, du konntest unten auf zufällig klicken. Ich hatte vor uns da mal reingeschaut. Ja. Ja, vielleicht bis wir mal Willst du einen eine richtig Runde Verrückten würfeln? kriegen. Ja, lass mal zufällig machen. So. Ja, das finde ich schon ganz gut. Ja, das finde ich schon. Sieht ein Okay. bisschen aus wie ein schwarzer Fertig. Mr. Miyagi. Ja. Oh je. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Minispiel, Parolenverzeichnis und Strategieguide. Aha. Also Puh. ich würde fast sagen, wir gehen einfach in das Minispiel, oder? Ich wäre ganz kurz ins Parolenverzeichnis gegangen, um zu schauen, ob das wirklich Stammtischparolen sind. Ah, ich weiß Mal nicht. Ich kurz. glaube, da. Ja, okay. Ich glaube, da nehmen wir uns schon Content weg, von dem Spiel. Okay, na gut, dann machen wir erstmal den Ja. Minispielpart. Lass mal das Minispiel machen, wenn das so mini ist. Ach du So. Scheiße. Ich gebe das mal kurz vor. Liebe R-Spieler, in diesem Minispiel wirst du mit beleidigenden, diskriminierenden und menschenverachtenden Parolen konfrontiert. Die Aussagen und Begriffe können sehr verletzend sein. Wenn du selbst von solchen Aussagen betroffen bist, gib gut auf dich acht. Wahrscheinlich hast du solche Parolen schon sehr häufig gehört. Deswegen entscheidest du ganz allein, welche Strategie für dich in diesen Situationen die richtige ist. Eine provokante Antwort, um deinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen oder einfach wegzugehen. Auch das kann eine gute Reaktion sein. Solange du niemanden verletzt, hat auch kein Mensch das Recht, deine Reaktion zu bewerten. Dein eigener Schutz geht immer vor. Aber wie hier schon geheult wird. Wie hier schon Ja. geheult Und wird. die Anrede sieht halt aus wie, keine Ahnung, früher bei solchen alten DOS-Spielen, wo irgendwie der Ja. Speicherstand korrumpiert wurde und da Ja, irgendwelche genau. Leerstellen sind. Ja, genau so. Es korrumpierter Speicherstand. Ja. Es sieht Ich aus wie ein denke, ich Gehirnpatz. spreche für die Allgemeinheit, wenn wir das nie wiedersehen wollen. Ja, richtig, sehr gut. Und dann stürzen wir uns in das harte Abenteuer. Rein ins Gemüse. Soll ich lesen? Willst du lesen? Ja, mach du gerne. Hi, Ausrufezeichen. Ich glaube, hätten wir vorhin noch einen Namen vergeben können? Ich weiß es gar nicht. Ja, nee, ich glaube nicht. Willkommen zu deinem Konterbunt-Training. Auf dieser Startkarte findest du zahlreiche Stationen, an denen du üben kannst, gegen Stammtischparolen einzustreiten. Du wirst dabei auf ganz unterschiedliche Menschen mit vielen verschiedenen Vorurteilen treffen und Möglichkeiten haben zu interagieren, zu reagieren. Achte darauf, dass das Kontergespräch nicht eskaliert. Das werden wir mal sehen. Aha, es soll nicht eskalieren. Das finde ich ja interessant. Okay. Am Am ersten ersten Ort Ort. kannst du Ja, dich mach mit den sorry. Spielregeln und Parolen vertraut machen. Klicke dazu auf die Markierung am Spielplatz.
Also sind wir jetzt ein Spielplatz-Konnoisseur oder was ist hier los? Also wo starten wir in dieser App auf dem Spielplatz? Ja klar, da wo man sich über Stammtischparolen unterhält. Was ist da jetzt die harte Aussage? Pedos gehören alle kastriert und eingesperrt? Und du so, nein. Ich sehe schon, das Video hier wird weggemeldet. Okay, dann. Ja, dann klicken wir auf den Spielplatz. Alter, jetzt haben wir zweimal spielen. Was? Okay. Spielplatz. Ich lese mal vor, oder kannst du es noch lesen? Ich kann, kein Problem. Okay. Ich dachte nur, wir wechseln uns ein bisschen ab. Spielplatz, es ist ein wunderschöner Morgen für einen Spaziergang am Meer. Die Sonne strahlt dir ins Gesicht und auf dem Spielplatz toben Kinder. Du willst gerade weiter zum Einkaufen gehen, als eine laute Stimme in dein Ohr dringt. So was hätte es früher nicht gegeben. Was mache ich auf dem Spielplatz? Ich habe offensichtlich keine eigenen Kinder, die dort spielen. Ich bin selber Kind. Was zur Hölle mache ich auf dem Spielplatz? Ich verstehe es nicht. Bitte sagt es mir. Mal gucken, was es früher nicht gegeben hätte. Ja. So. Aha. Im oberen Bildschirmbereich findest du alle Infos, um die Situation einzuschätzen. Also wie im echten Leben. Ja. Du siehst eine Person, die eine Stammtischparole äußert. Viele dieser Parolen sind dir vielleicht schon einmal begegnet. Die Stimmungsanzeige mit dem fröhlichen und dem wütenden Gesicht teilt dir mit, wie dein Gegenüber auf deine Antworten reagiert. Okay. Aha, okay. Im unteren Bildschirmbereich siehst du einige Möglichkeiten, wie du auf diese Parole antworten könntest. Du hast jetzt 60 Sekunden Zeit, um dich für eine Antwortmöglichkeit zu entscheiden. Aha. Oh, ja, und under pressure hier. Under pressure? Ja, okay. Aha. Aber hier, guck mal, ich sehe schon, du kannst auch Pause drücken, wenn es zu hart wird. Okay. Ach, immer noch. Versuche, die folgenden drei Parolen so gut wie möglich zu kontern. Eine sehr gute Antwort ist allerdings schwer zu finden. Sei also nicht enttäuscht, wenn es nicht sofort klappt. Auch eine gute Antwort hilft dir, die Situation zu meistern. Du kannst das Spiel über das Pause-Menü unten in der Mitte jederzeit verlassen. Viel Erfolg. Verlassen. Komma, Ausrufezeichen. Okay. Ich glaube, irgendwie hätten wir wirklich irgendwo einen Namen eingeben können, oder? Ach so, stimmt. Viel Erfolg, Komma, und dann kommt unser Name. Ja, wahrscheinlich. Ja. Stimmt, und rechts unten würde wahrscheinlich unser Name stehen, neben dem Mr. Miyagi. Wir können ja dann nochmal ins Menü gehen, aber wie wollen wir das jetzt spielen? Wollen wir das so als richtiger linker Gutmensch spielen oder als, was denkst du? Als Normie? Ist jetzt wirklich schwierig, wie wir das spielen wollen, weil wir müssen ja jetzt eigentlich gegen uns selbst argumentieren wahrscheinlich, ja. Weil wir sind uns bewusst, die Parolen, die jetzt hier kommen werden, das werden alle Themen oder Aussprüche sein, die wahrscheinlich wir so tätigen könnten, also eher von rechter Seite. Ausländer raus. So schöne sächsischen Dialekte. Also ich würde sagen, ja, wir spielen mal wirklich den guten linken Normie. Also ich denke es würde. Normie, okay. Ja, den Normie halt, weißt du? Warte mal. Na gut, wir werden es schon merken. Okay, lass uns überraschen. Ach Gott, ja, ist das klein. Hä, was hat das jetzt mit dem, früher hätte es das nicht gegeben? Okay, also die These ist, Frauen sind immer so zickig. Und wir haben jetzt Mimimi, wen interessiert dein Geschwätz von vorgestern? Oder warum regt es dich auf, wenn Frauen Konflikte emotional austragen? Männer verhalten sich doch meist nicht anders. Zickig beschreibt per se negative Charaktereigenschaften und ist beinahe schon klassisch sexistisch. Und das Letzte ist, und was sind dann Männer? Bockig? Also das hat jetzt mit dem Spielplatz gar nichts zu tun, oder? Ja, nee, das ist wahrscheinlich einfach nur ein Aufhänger. Aber was wollen wir denn hier sagen? Frauen sind immer so zickig. Naja, was sind dann Männer bockig, hätte ich wahrscheinlich gesagt. Ich würde auch das Letzte nehmen, tatsächlich. Ja, das andere ist so hart belehrend irgendwie. Also so spricht doch keiner mit einem anderen. Ja. Ja, das ist mal. Warte, ich muss fix machen, ja. So. Oh, wir sind einmal Richtung Mäh. So. Nächste These. Frauen gehören an den Herd. Okay. So, Antwortmöglichkeit 1. Hast du mal auf deine Taschenuhr geschaut? Deine Dampflok fährt gleich zurück ins Jahr 1900. Okay. Geil. Das Geschlecht sagt wenig über die Fähigkeiten eines Menschen aus. Würdest du auf deine Selbstverwirklichung verzichten und was? Und deinem Partner alles entscheiden lassen? Fickt euer Gendern. Oder zuletzt, als der liebe Gott die Intelligenz verteilt hat, hat er dich wohl übersehen. Das Letzte ist einfach nur dumm.
Das ja, ist das kein Argument. Passt jetzt an der Stelle auch. Das erste ist auch kein Argument, das ist auch nur eine Beleidigung. Das dritte ist eigentlich noch das Beste. Also, dass man einfach mal eine Diskussion anfängt mit der Selbstverwirklichung. Echt, ich hätte jetzt das erste genommen. Tatsächlich. Ah, ja, dann machst du erst, das ist lustig. Wollen wir mal kurz austesten, was passiert, wenn ich Pause drücke? Genau, machen wir kurz Pause. Wir pausieren das. Okay, ich kann dann zurück nochmal gehen, okay. Ja, okay. Da muss ich jetzt aber mich beeilen, dass ich nochmal hier in der letzten Sekunde... Ja, mal sehen, was jetzt passiert. Ha, geschafft. So, Frauen können nur Kaffee kochen. Was ist denn mit den Frauen? Ich mach mal. Frauen können nur Kaffee kochen, genau, die Antwortmöglichkeiten. Würdest du gerne nur Kaffee kochen, während andere das Wichtige managen? Das ist klassischer Sexismus. Zweitens, wenigstens schmeckt der Kaffee dann auch. Mhm. Drittens, aber da steckt das Klischee drin, dass Frauen eher häusliche Tätigkeiten ausführen und nicht die Aufgaben einer Fachkraft. Viertens, schreib es ins Internet. Irgendein Verrückter stimmt dir schon zu. Dann könnt ihr einen Verein gründen, Alter. Oh Mann, ja, zwei oder vier, ne? Würde ich sagen. Meinst du es ernst? Ja, zwei oder vier. Die anderen beiden sind noch richtig behinderte Antworten. Aber vier ist doch übelst behindert. Du erklärst ihn zum Verrückten. Ja, der Verrückte ist der andere. Also. Das dritte ist halt so übelster Roman, so eine linke Romanantwort. Lass mal das dritte machen. Echt? Ich will mal sehen, ob es da links geht. Ja, das wird grün. Hey, danke für dein Einschreiten. Hier erhältst du Feedback zu allen Antworten, die du gegeben hast. Die Farbe des Gesichts neben der Parole zeigt dir an, wie dein Gegenüber darauf reagiert hat. Wähle jetzt aus, wie es weitergehen soll. Klicke auf Nochmal, um die Runde erneut zu starten, oder auf Karte, um einen neuen Ort zu besuchen. Ach, wir waren jetzt also wirklich auf den Spielplatz. Ja, wir haben jetzt auf dem Spielplatz mit irgendeinem über Sexismus geredet. Ja, der kam also an. Was hat der am Anfang gesagt? Frauen sind immer so zickig. Genau. Ja, was man halt auf dem Spielplatz Kaffee kochen sagt. Und ja. Das war wahrscheinlich ein Typ, der da mit seiner 9-jährigen Ehefrau war. Auf dem Spielplatz. Ja, die Frauen sind immer so zickig. Also wenn ich an meine Spielplätze hier in der Umgebung denke, die zu 90% halt von Müttern bevölkert werden, wenn ich da mit solchen Aussagen um die Ecke komme, dann darf ich die Beine in die Hand nehmen. Ne? Was ist das hier? Herrlich. Okay, mal schauen, wie wir abgeschnitten haben. Nicht geschafft. Was? Oh. Okay. Das ist richtig hart. Das stimmt so, nicht. Parolen und Antworten. Was steht denn da? Frauen sind immer so zickig, wir haben gesagt. Und was sind Männer dann bockig? Feedback. Naja, versuch es doch mal mit einer Strategie oder einem inhaltlichen Argument. Aha. Alter, deine Antwortmöglichkeiten waren behindert. Die waren übelst behindert. Das war alles so übelstes linkes Roman-Meme. Format, weißt du, was ich meine? Es gibt ja so diesen Gag, dass linke Memes bestehen so aus halben Romanen. Und das hatte ich bei den anderen Antwortmöglichkeiten das Gefühl. Oder übelste Beleidigung. Dämlich. Also vor allem, wenn so eine kurze Aussage kommt, dann schießt man auch nur kurz zurück. Ja, eben. Gott. So, Frauen gehören an den Herd. Was ist hier? Dasselbe in grün, okay. So, und jetzt kommt, wo du meintest, wir nehmen mal den Aufsatz. Genau, und der war richtig. Nicht schlecht. Fast manchmal richtig. Hilft es auch, Argument und Strategie zu kombinieren. Okay, also wir nehmen jetzt in Zukunft immer das Längste. Richtig? Sonst kommen wir nicht weiter. Ja, kommen wir jetzt überhaupt ins nächste Level? Oder? Nein, wir können, glaube ich, auf der Karte die tollen anderen. Hm. Du hast deinen ersten Stern freigespielt. Sterne zeigen deinen Fortschritt im Training an. Am Supermarkt ist die nächste Markierung erschienen. Klicke die Markierung am Supermarkt an, um dich in eine neue Situation mit neuen Themen zu begeben. Hier wirst du sehen, dass eine Situation auch plötzlich eskalieren kann. Nein. Da gibt es wahrscheinlich dann Prügel. Ich dachte, wir haben das Level nicht bestanden. Huh. Nee, ich glaube, man kann nicht durchfallen. Ja, nee, ist ja so. Wir werden alle Erste. Okay. Genau, es gibt eine Troststern. Wir kriegen alle Sternchen und Bienchen. Wer hat sich das hier ausgedacht? Du klickst hier drauf, Supermarkt spielen mit einer wunderschönen, großen, weißen, freien Fläche. Ja, dann klickst du drauf, dann kommt nochmal Supermarkt spielen. Wirklich dämlich. Was zur Hölle? Okay. Die Familienfeier rückt näher und du musst allerletzte Kleinigkeiten besorgen. Die Gänge des Supermarktes sind voll und die Stimmung ist angespannt. Vor dir in der Kassenschlange platzt es schließlich aus jemandem heraus.
Solche Leute haben ja nicht verloren. Ja, Kassierer sind schon ein schlimmes Volk. Die haben ja nichts verloren. Ne? So, und ich mutmaße jetzt, dieser Spruch wird hier nicht wiederkommen und es geht wieder um irgendwelche Allgemeinplätze. Ja, ich denke auch. Die nichts mit der Supermarkt-Szene zu tun haben. Aber ja, mal gucken. Ja. Lest du erstmal vor. Und ich hatte recht. Wer nicht aufs Gymnasium geht, ist doof. Wenn deine Familie arm wäre, würdest du vielleicht auch überlegen, schnell Geld verdienen zu wollen, anstatt Abi zu machen. Oder der Bildungsgrad hängt oft vom Bildungsstand und Einkommen der Eltern ab und hat wenig mit Intelligenz zu tun. Gymnasiasten bilden sich immer viel ein, wissen aber nichts vom Leben. Was glaubst du, mich so? Ja, ich hab's so, jetzt erst zuletzt. Das ist bei dir wie beim Bullshit-Bingo. Jeder Satz ein Vorurteil. Oh Gott, das ist alles graus. Wir hatten gesagt, das längste, ne? Das heißt ganz oben. Nee, das zweite wäre das Beste, meine ich. Also rein von der Logik. Ja, gut, das erste und zweite sind gut, ja. Ja, der Rest ist durchgefallen. Dann mach ich das erste. Ah, geht ein bisschen nach links. Oh nein, dein Gegenüber ist gerade sehr emotional geworden, aber wir sind noch nach links gerückt. Das kann auch dann passieren, wenn du meinst, eine tolle Antwort gefunden zu haben. Übrigens läuft unsere Zeit links unten ab, während wir das lesen. Manchmal lässt sich eine solche Reaktion nicht verhindern. Wir wissen schließlich nicht, was in anderen Menschen vorgeht. Wenn du allerdings mit deinen Antworten provozierst, nähert sich die Stimmungsanzeige am oberen Bildschirmrand dem roten Bereich und die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Eskalation kommt, steigt. Also das ist, glaube ich, so ein Tutorial, egal was wir gemacht haben. Ja, okay, ich denke auch, die Zeit hier wird sich auf 60 Sekunden wieder zurücksetzen. Wenn ja, wir jetzt hier hoffe ich. Ach Gott, okay. So, ein inhaltlicher Konter wird hier nicht ausreichen. In der eckigen Klammer wird dir nun die Reaktion deines Gegenübers angezeigt. Auch deine Antworten enthalten nun solche Reaktionsmöglichkeiten in eckigen Klammern. Versuche, mit einer geeigneten Strategie zu reagieren. Schau dir die Option genau an, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Oh Gott, ich schaff das nicht mehr in den Text. Fuck. Das ist aber natürlich blöd in Zukunft mit dem Vorlesen dann, ne? Ja, du musst einfach mehr Gas geben. Schade, niemand hat der Parole widersprochen. Vielleicht fällt dir ja beim nächsten Mal eine gute Antwort ein. Für die nur Zuhörer, wir haben jetzt innerhalb von 60 Sekunden nicht auf Weiter geklickt, deswegen wurde das jetzt als Fehler gewertet. Und ja, es wurde jetzt gemeint, wir hätten nicht einer Parole widersprochen. Versagt. Gut, mach mal weiter. Ich lese mal fix. Alter. Einmal Harzer, immer Harzer, sagt hier der Typ. Und wir sagen entweder, nach unten zu treten ist kein guter Charakterzug. Oder, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten. Sehr gehaltvoll. Oder, viele nutzen die... wir haben nur noch 5 Sekunden. Ja, okay, wir müssen wirklich klicken. Okay, wenn ein Gespräch eskaliert ist... Erhältst du ab jetzt auch ein Feedback zu deinen angewandten Strategien? Das Gesicht zeigt dir wieder an, wie dein Gegenüber auf deine Auswahl reagiert hat. Klicke auf Nochmal, um die Situation erneut durchzuspielen und andere Antworten zu testen. Oder klicke auf Karte, um zur Übersicht zurückzukehren. Supermarkt nicht geschafft. Wir machen nochmal, jetzt können wir die Texte nicht mehr, also müssen wir nicht mehr vorlesen. Ne? Die Hintexte nicht. Ach so, warte mal, stopp. Willst du jetzt generell nicht mehr die Texte vorlesen? Nee, nur diese Tutorial-Texte mit hier. Ja, es eskaliert gerade und so. Ja, okay. Ne? Gut, dann mach du mal weiter. Das können wir uns ja schenken. Okay, also wir machen uns mal in den Supermarkt. So, oh. Es muss auch mal Schluss sein mit der ewigen Nazi-Keule. Oh. Okay, Antwortmöglichkeit 1. Nein. Es geht um die historische Verantwortung einer Gesellschaft, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Nein. Es geht um Verantwortung. Die heutige Generation trifft keine Schuld, aber sie trägt die Verantwortung, dass sie die Geschichte nicht wiederholt. Also genau dasselbe wie erstens. Wenn du mal 5 Cent nachgedacht hättest, wüsstest du, was das für ein Blödsinn ist. Oder? Nein, es fängt für dich gerade erst an. Boah, Alter. Alter. Also ich finde die letzte sehr sympathisch, so aus linker Nomi-Sicht. Alter, wie krass. Oh Gott. Die sind aber alle scheiße und wir haben noch 10 Sekunden. Ja, die zweite wird die richtige sein, denke ich. Ja, die sind alle scheiße. Text, ja. Ne? Ja. Ja, das ist die zweite. Das ist das linke Meme. Ja, gut, das haben wir gelesen, das kannst du weitermachen. So, das nächste lese ich mal vor. Ja, das hatten wir schon. Lies mal nur den letzten Absatz vor.
Achso, Vorsicht, nicht immer ist dieselbe Strategie die beste. Es hängt stark von der jeweiligen Situation ab, welche Strategie am geeignetsten ist. Du schaffst das. Nee, ich meine jetzt die Antworten lese ich jetzt gleich vor. So, laut werden. So langsam regt mich das wirklich auf, sagt der Typ halt. Und wir sagen, entweder Gesprächsregeln herstellen. Wenn wir weiter miteinander reden wollen, müssen wir uns auf ein paar Regeln einigen. Wir können uns einschleimen. So ein toller Mensch hat das doch gar nicht nötig. Wir können ihn zum Zuhören zwingen. Ich habe auch etwas dazu zu sagen, Laberkopf. Es Er wird lässt dann mir das den letzte Gesprächsregeln regeln. Konzilium. Oh Gott, das ist viel zu Hast schnell. du es geklickt? Nee. Nee, du hast Oh, ja innerhalb okay, der aber 60 Sekunden nicht geklickt. so, die Juden kontrollieren die Welt. Ja, stimmt. Du bewegst dich auch wie eine Marionette. Oder das ist eine typische Verschwörungstheorie, mit der versucht wird, die komplizierte Welt besser zu verstehen. Oder das ist bei dir wie beim Bullshit-Bingo. Jeder Satz ein Vorurteil. Oder wie viele Juden. Okay, wie viele Juden kennst du denn, die die Welt kontrollieren? Das ist eine antisemitische Verschwörungstheorie. Das letzte machen. Das letzte. Ah, was? Das ist echt Kacke mit dem Ah, das ist Vorlesen, mit den ne? 60 Sekunden ist super scheiße, ja. Ja. Puh. Ja, das ist das Okay, pass auf, Problem. Wir wir machen das anders. Also, da muss können euch das gar der. nicht so richtig vorlesen. Wir lesen vielleicht nur die Frage vor, also die Aussage, und entscheiden uns dann so untereinander, ja, das dritte ist besser und das lesen wir nochmal vor. Wir können ja auch einfach sagen, also dann muss ja der Zuhörer mal ganz kurz den Browser öffnen und das Bild sich anschauen, die Antworten durchlesen. Ja, Es also die geht Frage jetzt lesen halt wir nicht vor anders. und genau, ja. Ja. Und die Antwort, die wir wählen. Oder nee, oder willst du die gar nicht vorlesen? Doch, 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 die Antwort, die wir wählen, dafür haben wir dann die Zeit, denke ich, ne? Dafür die Zeit haben wir noch, genau. Wir lesen die Frage und die Antwort, die wir wählen. Weil Okay. das Problem jetzt für die Zuhörer ist, wenn wir auf Pause drücken, dann haben wir nur noch einen weißen Bildschirm. Also wir können Genau, nicht wir sagen, wir können. drücken auf Pause und lesen aller Ruhe das vor hier in dem Spiel. Das funktioniert leider nicht. Richtig. Das ist wirklich ein Nachteil, muss ich Ja. sagen. Gut, Aber das will gut, dich ein ich bisschen auf denke. echte Situationen trainieren, dann musst du ja schlagfertig sein. Aber so zum Spielen ist es Mist. Ja, aber ich denke auch, also bei vielen ist die Lesegeschwindigkeit halt auch gering. Ja, kann ich mir auch Also das wird dann vorstellen. hier immer eng, ne? Puh. Ja, eben. Vor allem, weil es teilweise ganz schöne Romane waren. Man will ja Ja. auch. Und vor allem haben die ja selber gesagt, du musst gut überlegen. Naja. Okay, dann nochmal das Supermarkt-Level. Ja. Das ist ja wie in Dark Souls. So, So, also. Arme sind faul und selbst schuld. So, was haben wir denn zur Wahl? Also, das erste ist schon mal das längste. Ja, das zweite, das sind Stereotypen, weil alle können von Armut betroffen sein. Na, jeder nicht schlecht überschuldet. Ich Also, finde ich finde tatsächlich das. den letzten besten. Aber. Ich finde tatsächlich das dritte gar nicht so doof. Man redet nicht schlecht über Schwächere. Wobei, nee, das ist Quatsch, weil das ist so von wegen, ja, wir dürfen über ein Problem gar nicht reden, weißt du? Nee, das ist Ja. Mist. Also ich Nur würde sagen, das Betroffene erste. dürfen reden. Ja, ich würde sagen, das längste ist das Beste, das erste. Ja, natürlich ist das Beste. Das So, da. wäre, ich lese mal vor, wie oft hast du Oh, nicht. Ja. Entschuldigung. Egal, mach du. So, jetzt. Er schreit uns an. Ich glaube, es hackt. So ein Quatsch habe ich ja noch nie gehört. So, und wir haben die Möglichkeit, die Luft herauszunehmen. Okay, vielleicht beruhigst du dich erstmal wieder ein bisschen. Oder wir können die Gesprächsregeln herstellen. Wenn wir weiter miteinander reden wollen, müssen wir uns auf ein paar Regeln einigen. Schwächen herausstellen. Wenn man selbst nicht das hellste Licht im Hafen ist, sollte man besser still sein. Okay. Ach so, wir wollten eigentlich auch nicht mal Also vorlesen. das mit den, ja, das mit Gesprächsregeln herstellen, Das finde ich so richtig eklig, das ist tatsächlich. so ziemlich eklig, ja. Also die Luft herausnehmen, ich würde es erstmal damit versuchen, in echt. Also von wegen, beruhig dich Aber erstmal. wahrscheinlich ist das mit den Regeln herstellen immer das Beste. Ich denke wahrscheinlich auch. Aber lass, also wir haben ja gesagt, wir würden in echt die Luft herausnehmen. Also lass das mal machen. Okay. Das war nur gelb, okay? Wir sind weiter nach links gewandert, das ist gut so. Genau. Also, Wohnungslose sind doch alle Trinker, also Obdachlose, und haben deshalb ihre Wohnung verloren. Okay, was nehmen wir da jetzt hier? Viele Menschen. Ah. Ich glaube, wir müssen das letzte nehmen, ne? Na, das letzte finde ich dämlich. Also für die Ja. Zuhörer, das letzte ist, viele Menschen trinken Alkohol. Die Miete nicht zahlen zu können, hat oft andere Gründe. Hohe Mietpreise zum Beispiel. Das finde ich einfach faktisch falsch.
Ja, aber aus linker Sicht ist das genau richtig. Ja, aber ich meine, Hartz IV und der Tag gehört dir. Also, nee, du kriegst eine Wohnung gestellt. Vielleicht dann das dritte nehmen, oder? Wie viele Wohnungen? Ja, lass das dritte nehmen. Ne? Genau, genau. Es geht um bis. Oh, ja, wir haben es geschafft. Mensch. Let's go! Das wird ja ein One-Take-Speedrun. Ja, das wird. Ja, wir machen einen Speedrun darin. So, aha. Was haben wir denn hier? Arme sind faul und selbst schuld. Wir haben den längsten Text gewählt und das vierte X. Super, du hast dein Argument und eine Strategie gekonnt kombiniert. Ja, Mensch. Ach, guck mal, bei dem zweiten ist interessant. Da ist das mit dem Luft herausnehmen, war ja nur Mittel. Das wäre tatsächlich mit den Gesprächsregeln herstellen. Das wäre es richtig. Jede Wette. So. Was ich mir so richtig im realen Leben vorstellen ja, wir müssen kann. Erstmal Gesprächsregeln wenn so herstellen, einer mein kommt, Freund. Wenn da so ein Plattenbaroni kommt, ich glaube, es sagt, sowas habe ich ja noch nie gehört. Und so, okay, wir müssen das jetzt erstmal auf Regeln einigen. Ja, sonst genau. Geht das mir weiter. Ja. Da kriege ich erstmal einen ins Gesicht. Ja. So ein Schwachflug. Ah, das war nicht das Beste. Ich sag ja, wir hätten ja die Mietpreisbremse nehmen sollen. Ne? Also, das was ist denn, wenn du jetzt klickst, zeige Eintrag im Parolenverzeichnis? Okay, machen wir das mal. Aha. Ach du Scheiße, jetzt ist hier so ein übelster linker Roman, der uns den Sachverhalt erklärt. Ich lese es vor. Okay. Ja, also die Aussage war, wohnungslos sind doch alles Trinker und haben deshalb ihre Wohnung verloren. So, und jetzt der Roman. Nein! In die Wohnungslosigkeit führen unterschiedliche Wege. Die häufigsten Gründe sind Jobverlust, Suchterkrankung, Überschuldung oder unbezahlbare Mietpreise. Tatsächlich unbezahlbare Mietpreise. Weitere Ursachen sind Lebenskrisen wie Trennung oder fehlender Zugang zu angemessenen Sozialleistungen. Aha, aha. Seit Jahren steigt in Deutschland die Zahl der Menschen, die im Freien leben und schlafen. Durch ihre Lebenssituation sind Wohnungslose besonders gefährdet. Opfer von brutalen Angriffen im öffentlichen Raum werden. Tipp. In vielen deutschen Großstädten werden Straßenmagazine verkauft, meist von wohnungslosen Menschen. Wer eine Straßenzeitung kauft, unterstützt damit nicht nur die VerkäuferInnen, die immer mindestens die Hälfte des Verkaufspreises behalten dürfen. Der andere Teil fließt zudem in die Produktion der Zeitschriften. Blablabla. Okay. Also da will ich kurz einhaken mit den Straßenmagazinen hier. Wir haben das ja hier auch bei uns mit der Drops. Ja. Ich habe die tatsächlich eine Weile gekauft, vor, ja, was weiß ich, 10 Jahren. Und irgendwann haben die dann halt angefangen, ja, die linken Talking Points vollständig zu übernehmen. Also da ging es nicht mehr um Obdachlose. Ich finde auch diese Neuschöpfung Wohnungslose ganz nervig. Ja. Also ja, da ging es nicht mehr um die Straße. Es ging halt um linke Talking Points. Und es wurde auch schon angefangen zu gendern. Nee, sorry, dann kaufe ich euch einfach nicht mehr. Also so leid mit denen. Der Verkäufer ja. Da immer, wo ich das geholt habe, tut. Aber nee. Kannst du das noch ein bisschen ausführen mit den linken Talking Points? Weil das Ding ist ja, ich meine, ist klar, linke Parteien setzen sich für die Kleinen, für die Armen ein, sag ich mal. Da ist ja irgendwo klar, dass so eine Obdachlosenzeitung links ist. Aber ging es da auch um andere Themen irgendwie viel, so um Flüchtlinge oder LGBT ja, also der, und Trans? Und genau, also der Grund, wo ich dann gesagt habe, nee, das kaufe ich mir jetzt nicht mehr, war dieses ja, Obdachlose und Flüchtlinge, wir dürfen uns jetzt nicht gegeneinander ausspielen lassen. So dieses okay. Narrativ, also ja, die Flüchtlinge ja, verstehe, sind auch verstehe. Die neuen Obdachlosen und die ganz arm und mi. Ja, okay, dann hast du immer klar. Solche betroffenen Geschichten da, wie hart meine Flucht war und dies, das. Dafür gibt es eigene Magazine. Also wenn ich wirklich eine Obdachlosenzeitschrift kaufe, dann möchte ich irgendwelche ja, Einblicke in diese Welt haben, diesen Mikrokosmos oder irgendwas oder Interviews mit den Leuten. Mhm. Und nicht, ich bin Ali, ich bin jetzt auch da. Pff, ja, ja, da kann ich auch die Zeitung Vorwärts lesen. Weißt du, was ich meine? Ja. War das Ding von der SPD? Oder? Ja, es ist die Mitgliedszeitung für SPD-Mitglieder. Das ist eigentlich schade, ne? Jetzt haben die ihr Sprachrohr sozusagen an den neuen Zeitgeist verloren. Ja, ich verstehe. Aber gut, lass mal hier weitergehen im Game. Aber das wird spannend hier. Also wie war die eine Parole? Die Juden sind schuld am Allen oder so? Da habe ich richtig Bock auf das Parolenverzeichnis. Vor allem war da das Geilste bei den Juden, das Gendern. Juden unterstrich Jüdinnen stand da. Ja, es gibt also, keine Transjuden. Also die haben halt nicht geschrieben Jüd
unterstrich en unterstrich innen. Also da sieht man erstmal, wie dumm dieses Gendern ist. Es geht halt gar nicht mit allen Worten. Es ist einfach Schwachsinn. Ja, und es gibt keine Transjuden anscheinend. Also es gibt nur männliche und Jude, weibliche Juden. Ja, eben Juden. Was ist denn mit Judens? Die Judikative und widerspricht. Und Judix. Oh Gott. Okay, wir werden noch viel Spaß haben hier. Ja. So, okay, dann lassen wir weitergehen. Vom wir Supermarkt. Wir spielen das nicht nochmal, oder? Wir haben ja den, den tollen Stern, was auch wieder so eine Dog Whistle ist, Zwinker-Smiley. Ach so, ja, ich verstehe. Ja, nee, das so. War ja wie Dark Souls. So, super, du hast deinen zweiten Stern erhalten und die nächsten Orte freigespielt. Neue Themen warten auf dich und vielleicht triffst du ja auch auf bekannte Gesichter. Schließe alle neuen Orte ab, um neue Herausforderungen freizustalten und weitere Funktionen kennenzulernen. Aha, okay, bin ich ja gespannt. Je weiter du kommst, desto schwieriger wird es, aber du kannst bereits abgeschlossene Orte jederzeit besuchen. Hast du schon im Parolenverzeichnis und im Strategieguide gestimmt? Es gibt einen Strategieguide. Ja. Dort findest du viele hilfreiche Tipps und Erklärungen, die dir beim Einschreiten helfen können. Oh Mann, ey. So wie viele Levels gibt es denn noch? Das ist, drei, weiß vier. Nicht, Hotel, Jahrmarkt und Dönerbude? Ja, am liebsten unterhalte ich mich über Politik am Jahrmarkt. Schön vom Riesenrad. Vom Riesenrad zum Abschiebeflug in 30. Ja, genau. Okay. Dann gehen wir doch mal auf den Jahrmarkt. Der Jahrmarkt, genau. Spielen. Jahrmarkt. Spielen. Okay. Der Jahrmarkt ist in der Stadt und an jeder Ecke riecht es nach gebrannten Mangos. gleich kannst du eine schnelle Runde im Autoscooter drehen. Rums. Direkt vor dir eine Kollision und schon hörst du den typischen Schrei. Das ist ja mal wieder typisch. Okay. Ja, kurzer Einwand off topic. Kannst du vielleicht ein bisschen lauter reden? Ah, okay. Ja. So, das hatten wir doch gerade, oder? Wer nicht auf Gymnasium geht, ist doof. Stimmt, das hatten wir schon. Also wiederholen sich die Themen. Okay, was hatten wir genommen? Der Bildungsrat. Ich glaube, bei uns war die Zeit abgefallen. Ja, stimmt. Also ich finde das erste eigentlich ganz gut. Der Bildungsgrad hängt oft vom Bildungsstand und Einkommen der Eltern ab. Hat wenig mit Intelligenz zu tun. Also würde ich, ja, stopp, da widerspreche ich. Ja, bei dem ersten würde ich widersprechen. Ich meine, Intelligenz und Bildungsstand korreliert sehr hoch. Das muss nicht haargenau übereinstimmen, aber das korreliert sehr stark. Ja, lass das zweite nehmen. Wenn deine Familie arm wäre, würdest du vielleicht auch überlegen, bla bla. So, mach du. So, Arme sind faul und selbst schuld. Man redet nicht schlecht über Schwächer. Achso, ich war wieder in dem Vorlesemodus. Arme sind faul und selbst schuld. Naja, ich denke, der zweite, der Roman ist das Beste. Immer, oder? Genau, der Roman wäre für die Zuhörer: Wie oft hast du nicht für einen Test gelernt und trotzdem bestanden? Faulheit ist nicht unbedingt eine Ursache für Armut. Okay, ich verstehe den Satz nicht, aber das passt dann, oder? Naja, weil er sagt ja, Arme sind halt arm, weil sie faul sind, weißt du? Ja, aber da sagst du, naja, nicht jeder, der faul ist, ist arm. Also, ja, wir nehmen den Roman, ja. Ja, lass den Roman. Oh, es war richtig. Mensch, wäre ich überrascht. So, einmal Harzer, immer Harzer, sagt der Typ. Aha. Das ist jetzt Bürgergeld, mein Freund. Schlechtes Update hier. Alter, dieser zweite Punkt regt mich so ein bisschen auf. Der zweite und der dritte. Gottes Willen. Hättest du Lust, Hartz IV zu beziehen? Die meisten Menschen tun alles dafür, um ein selbstständiges Leben zu führen. Das ist schon so, das ist einfach faktisch falsch. Lebensrente, ja. Kennst du Arno Dübel? Es gibt so viele Leute einfach, die sich darauf aussuchen. Ja, lass das erste nehmen, oder? Ja, nach unten zu treten ist kein guter Charakterzug. Ja, ist halt nicht wirklich eine Diskussion über das Thema, weißt du? Ja. Aber an sich. Aber die anderen, nee. Aber an sich hast du irgendwo recht. An sich hast du irgendwo recht. Das ist einfach kein guter Tag. Lass das nehmen, ja. So, das war leicht falsch. Aber wir haben es zum Glück noch geschafft. Genau. Was waren bei dem letzten? Das Smiley würde ich gerne mal dazu sehen. Er ist so orange, eher nach unten.
Naja, versuche es doch mal mit einer Strategie oder einem inhaltlichen Argument. Es ist halt wirklich so, nimm das längst und du gewinnst. Ne? Das ist ja, unfassbar. Nimm das längst und du gewinnst es sowieso. Gut, da haben wir den Jahrmarkt so geschafft. Eine schlechte GG. Warte, aber bei einmal Harzer, immer Harzer, gehen wir doch mal ins Parolenverzeichnis, oder? Das Boah, wegen mal, mir? Ja, spannend. Dann liest du mal. So, viele Menschen, die Hartz IV beziehen, lassen sich nicht einfach hängen. Okay. Sie versuchen alles, um ein selbstständiges Leben zu führen. Zum Beispiel, indem sie sich bilden. Denn Aha. Bildung ist der beste Schutz vor Armut. Bildungsmaßnahmen, Beschäftigungsprogramme oder Lohnkostenzuschüsse. Diese Instrumente der Agentur für Arbeit helfen ebenfalls dabei, diejenigen Menschen zu unterstützen, die aktiv nach Auswegen aus der Langzeitarbeitslosigkeit suchen. Gemeinsam werden Perspektiven entwickelt und kreative Lösungen gesucht, um den Blick nach vorne zu richten und um Hartz IV hinter sich zu lassen. Ja, also das stimmt ja schon. Also wenn du aus Hartz IV rauskommen willst in Deutschland, steht ja meiner Meinung nach ziemlich viele oder stehen ziemlich viele Türen offen. Ja, extrem. Also du wirst ja vom Agentur für Arbeit wirst du ja auch so gefordert, wenn du willst, Bildungsmaßnahmen hier und dort, also klar, die können dir jetzt nicht einen komplett neuen Berufsweg eröffnen, aber du kannst auch viele Kurse machen. Also so ein Kumpel, der hatte dann irgendwie so eine Art Projektleiterkurs gemacht, weißt du, wo es um Mitarbeiterführung ging oder so. Also solche Sachen. Ey, übrigens, ich finde ja hier den letzten Absatz herrlich. Ich will den mal vorlesen, ja, weil es freut dich so. PS, auch erfolgreiche JugendbuchautorInnen, zum Beispiel Joanne K. Rowling, ehrgeizige DSDS-Sieger, Innen sowie TV-Show-KandidatInnen haben mal Sozialleistungen wie Hartz IV zu. Also ich glaube, das J.K. Rowling müssen wir mal raus, ne? Die darf da nicht mehr auftauchen. Also, ja, die darf hier nicht verbrannt. Als Vorbild dienen. Ja, ja. Aber der Punkt, den glaube ich hier einfach die Leute nicht auf dem Schirm haben, ist, wenn du dann aus Hartz IV rauskommst und du gehst 40 Stunden arbeiten und bekommst gefühlt dasselbe wie Hartz IV, ja, dann hast ist es halt satt. Keine Motivation. Dann hast du es satt, ja. Gerade der Zeitfaktor. Ne? Und nochmal, ich will herausstellen, es gibt Leute, die sich auf Hartz IV ausruhen. Also gerade aus dem Ausland, die jetzt wirklich, die jetzt keine realistischen Chancen haben, hier am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Also die gar nicht die Sprache beherrschen. Sagen sich, naja, das Geld kommt doch und gut ist. Ja, und die leben ja besser als vorher. Also, ja, eben, eben. Die können eben. Noch also, Geld in ihrer Heimat abzwacken. Ich mache denen keinen Vorwurf. Also. Ja, das ist schon wieder aus dem Wolkenkuckucksheim, ja, alles. Oh je. Aber sie schreiben ja immerhin die meisten. Die meisten. Oder viele Menschen. Es gibt natürlich auch schwarze Schafe, ne? Ja, ja, ja. Ach Gott, triggert mich das Spiel. Aber wir wollen ja einen Speedrun machen. Ja, das genau, dass wir noch die zwei Levels schaffen. Oh Gott, wusstest du schon? Nee, mach weiter. Soll ich lesen? Oder? Nee, mich hat das. Jetzt fangen die hiermit Sokrates an. Okay, wusstest du schon? Manchmal ist es hilfreich, sich an den griechischen Philosophen Sokrates aus der Antike zu erinnern. Von Sokrates, 469 vor Christi bis 399 vor Christi, stammt die Methode der Hebammenkunst, in Klammern Mäeutik. Eine Geburtshilfe, die in zielgerichtetem Fragen, Nach- und Weiterfragen besteht. Mit ihr verhalf Sokrates seinen Gesprächspartnern zu der Einsicht, dass ihre Einstellungen widersprüchlich waren und in die Irre führten. Am Ende durchschauten sie ihre eigenen Widersprüche. Mit dieser Methode kann man auch ParolenverkünderInnen in Widersprüche verwickeln oder in unhaltbare Positionen bringen. Ja, ich finde das interessant, also dieses Sokrates-Ding. Also wenn man das liest, so eine Geschichte, so eine Sokrates-Geschichte, denkt man sich mal, oh, Alter, übelst geiler Typ. Und das Problem ist, diese Geschichten sind natürlich konstruiert. Deinem Gegenüber, wenn du dem Fragen stellst, der wird niemals selbst so wirklich seine Widersprüche wahrnehmen. Also ihr kennt das doch auch so, ich meine, jeder kennt das, man kennt das auch von sich selbst. Es fällt Mensch schwierig, Widersprüche aufzulösen. Also ja, das ist die kognitive Dissonanzreduktion am Ende des Tages. Die genau, genau. Kriegt, ja. Man tut die Widersprüche einfach übergehen. Man sagt, nee, ich habe doch recht. Und was du meinst, dieser Einwand, der stimmt nicht deswegen und so. Und so ist es auch in politischen Diskussionen. Also diesen Tipp halte ich für großen Schwachsinn, muss ich sagen. Also ich denke, das kann schon funktionieren im gewissen Sinne, aber halt nicht in einer Diskussion am Abend. Also im besten Fall arbeitet das dann bei demjenigen weiter so über Tage hin.
dass man dann zu der Einsicht gelangt. Aber es passiert niemals in dem Ja. Gespräch, wo du sagst, ach du Eben. Scheiße, habe ich ja völlig falsch gelegen. Das ist Ja, Blödsinn. wenn überhaupt, dann über eine sehr lange Zeit. Also wir waren ja beide mal in einem anderen politischen Lager verortet und da hatten wir auch so eine Phase, klar, aber also ich bin der Meinung, oder zumindest war es bei mir so, das kam aus mir selbst. Und bei dir ja auch, oder? Nicht durch eine Diskussion von dem anderen. Ich denke, da kommen viele Dinge zustande. Ja, auch Ne? Lebenssituationen Also, und so. das sind viele Mosaiksteine, die dann da Ja. ein Bild formen am Ende des Tages. Eben. Ne? Das ist nicht die eine Unterhaltung und dann war ich Genau. erleuchtet. Also, Genau, beziehungsweise, genau. es gibt ja diesen Schlag, Mensch, der von, das ist gerade bei Glaubensfragen irgendwie immer so, der dann so erleuchtet ist. Und solche Leute halte ich für extrem gefährlich tatsächlich, die da einmal mit irgend so einem Guru gesprochen haben und dann so, Ja. oh, jetzt habe ich die Einsicht meines Lebens gehabt, das ist brandgefährlich. Also das sind dann so richtige Eiferer am Ende des Tages. Ja, und ich Abstand muss halten. sagen, diese Leute fallen dann auch meiner Meinung nach schnell wieder um. Ja. Also habe ich so die Meinung, so die Erfahrung gemacht. Also jetzt, was weiß ich, zum Beispiel Thema Veganismus, da sind ja eine Zeit lang vegan und dann irgendwann kippt das auch wieder. Ja, oder Naja. es wird sich halt richtig bis zur Selbstaufgabe da reingesteigert, bis es Ja, oder richtig gesundheitlich krass. gefährlich wird, bis bei dem Ja, ja, Thema ja. jetzt zumindest. Na gut, lass mal hier zum Hotel gehen oder in die Dönerbude. Erstmal das Hotel. Die Dönerbude wird der Endbus. Ja, das wird etwas, Das genau. ist dann hier Schulz, 8 € Döner. Ja! Okay. Okay, was ist das Du hier? darfst Ach, jetzt die erstmal wieder Disco. lesen. Oh Gott, das ist ja Ach, gefährlich. eine Disco, In der Oha. Disco? Uts, uts, uts! Ups, ups, Ey! Was Messer. hältst du vom Bürgergeld? Uts, Hast du mir eine Freundin blöd angeguckt? Ja, genau. Ach, sie ist nicht hübsch, deswegen hast du weggeguckt. Hä? Ist sie nicht hübsch? Die Frauen sind immer so zickig. Oh, ich würde jetzt lachen, wenn das zuerst kommt. Okay, Disco. Jetzt hast du dir ein bisschen Spaß verdient. Der Bass dröhnt aus den Lautsprechern der Disco und auf der Tanzfläche tummeln sich die Menschen. Du willst noch schnell ein kühles Getränk an der Bar holen, vernünftig, als du ein lautes Gespräch aufschnappst. Dass so jemand überhaupt reingelassen wird, das frage ich mich seit 2000. Aber nicht in der Disco, sondern eher an der Grenze. Okay, so, Frauen sind immer so zickig, ist dein Tipp. Ich bin gespannt. Oh. Jawohl. So, die These ist, Flüchtlinge, die Stammtischparole, Entschuldigung, die Flüchtlinge sollen in dem Land bleiben, an dem sie, wo sie herkommen. War echt so ein Bass-Soundboard. Ja, okay. Alter, wir können antworten, deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Das A unterstellt das dem, der wäre so ein Nazi, weil es bezieht sich ja auf Nazis, dieses Lied von Ärzten. Und ja, es geht ja auch nicht um Gewalt in dieser Aussage. Na egal, wir lesen mal weiter. Oh, das zweite Alter, ist ich auch wieder hasse so ein ja alle Roman. Möglichkeiten hier. Das ist alles schrecklich. Wenn Reiche bei der Steuer schummeln, ist das okay. Wenn Menschen für ihre Sicherheit Regeln brechen, regst du dich Ich auf. dachte, wir sollten keine Apps und Oh, Birnen verschicken. Alter, das letzte ist ja auch das Das Allerschlimmste. Wir letzte können ist mit das unserem Schlimmste, ja. Ausweis in fast alle Länder reisen. Wäre es nicht wünschenswert, dass es allen so geht. Ich nehme Ja, das lass mal erste das jetzt, weil die zweite Zeit machen. abläuft. Ja, okay. Oh. Er wird ausfallend. Piep, so eine gequirlte Piep. Aha, was können wir machen? Distanz verringern. Vielleicht verstehen wir uns besser, wenn ich etwas näher komme. Was zum Fick? Ja, gut, in der Disco ist es laut. Parolen springen, nicht mitmachen. Halt, Das jetzt lassen Sie über es. macht es keinen Sinn hier bei dem Ding. Ja, Initiative ergreifen. Dann Ja, das ich würde Erste, wahrscheinlich. oder? Das ist das Nee. Einzige, was zu dem Thema Nee. passt. Nee, ich würde sagen, das dritte. Bei dem ersten denkt, das geht vielleicht Richtung Schlägerei dann. Habe ich das Gefühl. Ja, Ich umso meine, wir haben besser. den gerade als Nazi bezeichnet. Na, ist so. Okay, Also dann machen wir ich. das Dritte, okay. Ja. Ja, ist Aber über ein halb richtig, Gelb. so. So, mach du mal. Die Flüchtlinge schummeln alle mit ihren Dokumenten, um hier bleiben zu dürfen. Okay. Was ja passiert ist. Oh, dieser erste Punkt schon wieder. Du hast ja gut reden. Du kannst mit deinem Ausweis ja in fast alle Länder Du hast den legal zweiten noch reisen. nicht gelesen.
Oh! Die sind alle ganz schrecklich. Die sind alle ganz schrecklich, die Auswahlmöglichkeit. Ich würde das dritte nehmen. Das ist noch so am mommyhaftesten, oder? Ja, das dritte ist echt so ein Ding, was mir auch wirklich selber schon Linke gesagt haben. So. Alle sollten ich lese mal vor. Auf gutes alles, Leben. Genau, alle sollten das Recht auf ein gutes und sicheres Leben haben. Wenn manche dafür schummeln, ist das zumindest menschlich nachvollziehbar. Das ist das Schlechteste aus allen Welten. Das ist halt so ein Frauenargument. Ja, ja. Weil es irrational ist. Sorry an alle Frauen, aber das ist nicht rational, so kannst du keinen Staat leiten. Ja, mach mal das. Es ist immer ein Gelb. Puh, so, wir haben es gerade noch so geschafft. So, die Nazi-Betitelung war leider falsch. Genau, das war ziemlich provokant. Wer eskaliert, verliert. Ja, aber an euren Möglichkeiten, wie soll ich sagen? Wollen wir da mal ins Parolenverzeichnis gehen? Vielleicht? Okay, okay. Oh, jetzt wird es wieder so lang. Ja, ich mache. Okay. Die Flüchtlinge sollen in dem Land bleiben, in dem sie ankommen, war die Aussage. Und die dazu lesen wir. Da praktisch nahezu keinerlei legale direkte Zuwanderungswege für Geflüchtete nach Deutschland existieren. Erstmal jetzt schon großes Fragezeichen. Du kannst einen Asylantrag stellen. Wie wär's denn damit? Das ist legal. Jedenfalls führen deswegen die derzeitigen EU-Regelungen dazu, dass diese Menschen zwangsläufig über die Mittelmeeranrainerstaaten nach Europa gelangen und in diesen Ankunftsländern Asyl beantragen müssen. Also da ist ja schon so viel Schock. Da ist ja schon so viel Falsches hier. Also das ist so unfassbar. Ja, es stimmt schon. Also nach EU-Regeln würde das so laufen, aber irgendwie interessiert keiner diese EU-Regeln. Deswegen. Hey, aber das Ding ist, wer sagt denn, dass die nach Europa müssen? Also das ist schon mal. Nach Deutschland müssen, ja. Ja, nee. Es ist auch schon, dass die überhaupt nach Europa müssen, dass die übers Mittelmeer nach Italien müssen jetzt zum Beispiel. Selbst das halte ich schon für falsch. Ja, richtig. Also. Wenn du jetzt aus Syrien fliehst, dann kommst du in der Türkei an. Wir hatten das ja bei dem Spiel Bury Me My Love. Und dann bist du in einem sicheren Herkunftsstaat. Also in einem sicheren Drittstaat, pardon. Und da musst du eigentlich bleiben, in dem ersten sicheren Drittstaat. Oder wenn du jetzt in die andere Richtung weiterreist, nach Ägypten oder Jemen oder sonst was, bist du dort auch sicher. Ich meine, wer hat denn Italien gefragt, ob die Leute haben wollen? Auch keiner. Ne? Also gab es da eine Volksabstimmung in Italien so, hey, wollt ihr die Leute haben? Gab's nicht, Mensch. Sachen gibt's. Geht noch weiter mit dem Schwachsinn. Diese Regelungen bewirken, dass Italien, Griechenland und Spanien die Hauptlast der Fluchtbewegung tragen. Naja, Hauptlast würde ich. Naja, okay. Ich mache weiter. Fluchtbewegung vor allem. Als würden diese Menschen alle flüchten. Ja, und keine eben. Kids sein, ne? Schwachsinn. Daher wird dringend eine europäische Regelung zur Aufnahme und Verteilung von nach Europa kommenden Geflüchteten benötigt. Sinnvolle Vorschläge dazu gibt es, doch einige europäische Staaten blockieren diese seit Jahren. In den Ländern der EU leben insgesamt 510 Millionen Menschen. Von den 69 Millionen Menschen, die 2017 auf der Flucht waren, haben bloß rund 2,6 Millionen den Weg nach Europa eingeschlagen. Ach, na, da kann man ja glücklich sein. Ein Problem im Sinne einer zu hohen Anzahl Geflüchteter in einzelnen Ländern der EU ist also in erster Linie ein Verteilungsproblem, das sich durch geeignete Maßnahmen lösen ließe. Die wollen doch alle nicht. Und das ist ja auch ihr gutes Recht. Also, ja. Also ich würde erstmal die Zahl anzweifeln mit 2,6 Millionen, das kommt mir sehr wenig vor. Ja. Also wir haben doch schon in Deutschland 3,5 Millionen aufgenommen, das ergibt doch keinen Sinn. Eben. Wir hatten allein im Jahr 2015 800.000 oder sogar 1 Million. Also völlig krank. Also in meinen Augen frisieren die hier die Zahlen. Ja, hier wird hart frisiert. Und immer noch die Frage, warum brauchen wir diese Leute? Also, ja, oder anders gesagt, okay, angenommen, es sind jetzt wirklich mal Flüchtlinge, Klimaflüchtlinge, dies, das, okay, die können wir in Lager stecken und dann können die zurück nach einer gewissen Zeit. Aber warum zur Hölle kommt immer hier dieses, ja, wir müssen sie integrieren, ja, also nicht mal assimilieren, ja nicht. Wir müssen sie integrieren, die müssen Deutsche werden. Warum zur Hölle? Warum? Ja. Ist das jetzt irgendwie, dass wir 90 Millionen brauchen, um irgendwas freizuspielen an Einwohnern? Oder warum brauchen wir diese Leute unbedingt? Ja, die spielen wahrscheinlich so City Skylines oder so in der Politik. Da ist es so, da musst du immer eine bestimmte Bevölkerungszahl erreichen, um das nächste Level freizuschalten. Denken sich auch, ah shit, 90 Millionen, wir brauchen 90 Millionen. Ich muss einen neuen Flughafen bauen können. Es ist natürlich klar, es gibt eine gewisse demografische Lücke und so. Okay, aber diese Leute, wie soll ich sagen, stopfen die nicht, die, ja, wie soll ich sagen, täuschen drüber hinweg kurz, ja, dass die existieren. Ja, die schaffen nur ganz neue andere Probleme. Erstmal Lohndumping, dann Kriminalität und Überfremdung. Naja, wir haben das oft an anderer Stelle schon behandelt. Vielleicht machen wir mit dem Spiel weiter.
Die Parolen triggern einen, das ist schon hart. Das triggert, also das triggert richtig hart. Das ist halt linke Propaganda vom Feinsten. Gut, dann lass mal an die Bar gehen. Ah, wusstest du Wusstest du, schon? Ja, mach du manchmal mal. schadet es nicht, seine Ansprüche herunterzuschrauben. Man muss wissen, dass die Einstellungen, die zu Parolen führen, zu einer Lebensgeschichte gehören. Die zum Ausdruck gebrachten Vorurteile und Zerrbilder, okay, auch schön, haben sich die Menschen über Jahre hinweg angeeignet. Die Konfrontation mit einer Gegenposition ändert da zunächst oft wenig. Ja, das haben wir ja schon gesagt, dass das eben nicht von jetzt auf gleich geht. Das ist richtig. Was ohne Argumente geglaubt wird, kann auch nicht mit Argumenten widerlegt werden. In diesem Satz steckt mindestens ein plausibler Kern. Dahinter steht nämlich die Erkenntnis, dass Parolen nicht zuletzt auf bestimmten psychosozialen Bedingungen und Faktoren beruhen. Für diese sind nicht diejenigen verantwortlich, die sie dagegen halten. Die dagegen halten. Boah, das ist auch wieder verklausuliert, oder? Ja, das ist ziemlich dämlich. Und ich würde den Satz auch tatsächlich so ein bisschen anzweifeln. Welchen? Mit diesem, was ohne Argumente geglaubt wird, kann auch nicht mit Argumenten widerlegt werden, Ja, die sehe schreiben ja ich nicht so. selbst, in diesem Satz steckt mindestens ein plausibler Kern. Vielleicht ist es nicht ganz. Naja, ich weiß Also nicht. manchmal hat man halt so ein richtiges Totschlagargument, was dann auch richtig den Hast du eigentlich Doppelwumms recht? hat. Ja, du hast recht, du hast recht. Also gerade wenn man jetzt ohne Argumente was glaubt, dann ist man ja vielleicht offener, würde ich fast noch sagen, für andere Argumente, weißt du? Dann ist man. Nein, nicht unbedingt offener, aber die wirken halt besser nach. Genau, die wirken besser nach, ja. Das ist genau. Wenn ich Ist selber mehr irgendwelche Angriffsfläche Halbseiten da. und Argumente habe und dann kommt so ein richtiges, dann kann ich mich besser an diese Halbseiten noch klammern. So, ich habe doch Ja. aber das und das mal gelesen. So. Ja. Gut, Okay, lass mal in die Dönerbude. Mal gucken, was rein das in die jetzt wirklich ist. Bude. Am Ende ist es ein Theater oder so. Da steht Bar Oh, dran, es ist die Kneipe. Kneipe. Oh, es ist wirklich der Endboss. Es ist die Stammtischkneipe. Jawohl, let's Geil. go. Kneipe, für den Abend hast du dich mit netten Leuten zu einer geselligen Runde in eurer Lieblingskneipe verabredet. Am Nachbartisch geht es schon hoch her und die Gespräche werden lauter. Irgendwann kannst du die Stammtischparolen nicht mehr überhören. Ich hab's euch schon immer gesagt. Okay, das wird jetzt. Also jetzt Jetzt muss mindestens wird's. das Weltjudentum, oder? Ja, bitte. Und du bist immer noch Das bei Frauen sind so zickig, oder? Was ist dein Take? ja, nee, keine Ahnung, ich weiß Okay, los geht's. nicht. Der Punkt ist, eine Frau mit Brille sagt, Behinderte halten den ganzen Verkehr auf. Das sagt eine Frau mit Brille, ist klar. Ja, ist klar. Hart am Leben. So, was haben wir denn hier? Alter, dieser dritte Punkt ist Da halt drin. wieder so ein Roman, der ist es, der ist es. Das wäre nicht so, wären Verkehrsmittel barrierefrei, wie in der UN-Behindertenrechtskonvention vorgesehen. Ist auch so belehrend. Vor allem das letzte, du Hater, da hast du ja richtig Schaum vom Mund, das ist auch so eine Das kann ich mir Drachenlaut. richtig in Aber der sag ich. Kneipe vorstellen. Ja, das sage ich erst so, du scheiß Hater, ihr mobbt mich seit Jahren schon. Das ist Was mein nehmen wir denn? Nehmen wir Grundstück. das Behindertenkonvention oder nehmen wir das erste? Lass die Behindertenkonvention nehmen, weil ich es schon vorgelesen habe. Ich will das erste nicht vorlesen. So, ein barrierefreier Ausbau macht das ganze Stadtbild kaputt, entgegnet sie jetzt. Aber Ist auch ein richtig schwacher Punkt. wir können wieder antworten, deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Was Das soll? hat vorhin schon nicht geklappt, vielleicht klappt es jetzt. Wahrscheinlich das dritte, oder? Das ist noch so das Ich Netteste. würde das zweite nehmen, weil das auch so ein bisschen einen Nutzen für sie bringt. Ja, Also das zweite deswegen wäre wollte ich das jetzt. dritte nehmen, aber okay. Ja, okay, lass das dritte nehmen. Das dritte ist nur für die Zuhörer. Barrierefreier Ausbau ist stets mit einer Modernisierung verbunden, von der alle etwas haben. Und Okay, machen wir Steuergeld das mal. kostet. Egal. Genau, und dann mach du mal die letzte. So, wer nicht sprechen kann, kann auch nicht denken und Entscheidungen treffen. Oh, geil. Oh, Jetzt wird's hart. interessant. Ja, du hast ja noch Gebärdensprache. Was soll denn Ach das? so, ja, okay, sorry, ich war jetzt bei einem anderen Thema. Mein Fehler. Ist schon spät. Ich habe das falsch gelesen.
Ich finde die Antwortmöglichkeiten übelst unpassend. Ich dachte, es geht jetzt so um so Koma-Patienten oder sowas. Ach so, ja. Ja, ich dachte nämlich, es geht vielleicht um geistige Behinderung. So hatte ich das kurz Oder sowas, interpretiert. genau. Aber es geht ja wahrscheinlich nicht, Deutsch sprechen zu Weil können da oder könnte sowas. man jetzt zum Beispiel tatsächlich argumentieren, von wegen, da kann man dann wählen und so. Und gibt es ja lange Diskussionen. Machen wir jetzt hier nicht. Oh Gott. Naja, ich würde das Erste nehmen. Auch Genau, wer sich nicht erstes oder mit das Worten Letzte. ausdrücken kann, hat einen eigenen Willen. Nehmen wir das, ja. Oh, wir sind so vorbildlich, Mensch. Aber es war nur gelb. Es war nur gelb. Also das Erste war gut mit der Behindertenkonvention, aber auch nicht das Beste. Dann barrierefreier Ausbau war Das wäre mittelgut. wahrscheinlich deins dann gewesen, das andere mit dem Aufzug. Ja, Weil das wahrscheinlich okay. ein Beispiel, ein konkreteres Ja, Beispiel und sowieso weil es ist. dem anderen entgegenkommt, ne? Also appelliert an den persönlich. Okay, Und hier das war wahrscheinlich auch das, das okay. Letzte irgendwie gewesen, ja, ist auch Ja. egal. Ja gut, dann weiter zum Endboss jetzt. Wir sind jetzt im letzten Level. Wir sind auch fast bei der Stunde, das passt So, schon. wusstest du schon. Hilfreich ist, stets die langfristige Wirkung im Blick zu behalten. Korrekt. Ein Gespräch ist noch nicht vorbei, wenn die Begegnung formal beendet ist. Das Gesagte wirkt nach, gerade wenn, siehe oben, die Widersacher. Okay. Der Widersacher mit viel Authentizität überzeugt hat. Aus vielerlei Gründen, zum Beispiel der Angst vor einem Gesichts- oder Prestigeverlust, werden während des Gesprächs oftmals keine Zugeständnisse gemacht. Das stimmt. Aber vielleicht verknüpfen sich die gehörten Worte Wochen oder Monate später mit zwischenzeitlich hinzugekommenen Erfahrungen und entfaltet sich doch noch eine Wirkung. Ja, Mensch, also das kann man wunderbar nach links spiegeln. Ja, auf beide Seiten. Also Ja. da, ja, habe ich jetzt keinen Anstoß. So, haben wir denn jetzt noch was? Ach so, hier Ja, das Letzte, den genau. Abschiebebahn. Oh mein Gott. Den Busbahnhof, Abschiebeflughafen. Entschuldigung. Ja. Okay, Gott, bin ich froh, dass durch ist, hier, ehrlich gesagt. Ja. So, wir spielen Bus bauen. Als kommt der Bus-Simulator. Was? Bus, auf Bus. zur Arbeit, außer für Hartz IV. Ey. Nee. Aber natürlich hat der Bus wieder mal Verspätung und an der Haltestelle drängeln sich schon die anderen Fahrgäste. Gerade möchtest du deine Fahrkarte hervorkramen, als du hinter dir jemanden hörst. Ist doch wahr, ey. Okay. Aha. Ich finde es ja schon fast unhöflich, sich überall immer Ja, nur weil einzuklinken, einer mit sich, ja, sich mit jemand anderem unterhält, muss man sich da so einschalten. na Denk doch gut. mal an die UN-Behindertenrechtskonvention. Kommst du dann da an? Also wirklich, so macht man Zeter, sich Zeter, Freunde. Zeter. Ja, geil. Okay, Feuer frei. Feuerfrei, ja. Oh, was denn jetzt? Möglicherweise erscheint dir keine der angezeigten Antworten Und besonders das kommt geeignet. jetzt. Wenn du vermutest, dass es einen besseren Konter geben müsste, klicke auf das Erneuern-Symbol neben deinem Avatar. Dann werden neue Vorschläge angezeigt. Aber pass auf, dass du nicht versehentlich eine besonders gute Antwort übersiehst. Das Erneuern-Symbol färbt sich grün, wenn du eine besonders passende Antwort aufgedeckt hast. Und rot, wenn du sie versehentlich weggeklickt hast. Toi, toi, toi. Gott, Aha. wie man an die Hand genommen wird hier, oder? Ja. Tja, Okay, dann, let's go. Ah, interessant. Die Aussage ist, schwul oder lesbisch sein ist nur eine Phase. von unserem Big Titty Goss Girl hier. Ja. Wollen wir gleich mal unsere neue Fähigkeit benutzen? Ja, lass mal. Ah, okay, Oh, da haben wir hier jetzt ist eine gute irgendwas Antwort behindert. verpasst. Nee, hier ist was Behindertes dabei. Nee, nee, nee. Die ist rot geworden, weil wir haben dadurch eine gute Antwort verpasst. Also Nee, so rot ist stand das vor schlechte uns. Antwort. Nein, rot bedeutet, das ist jetzt erst rot geworden, weil vor uns unter den vier Antworten, die wir hatten, war schon eine sehr gute dabei und die haben wir jetzt verpasst. Das ist, so ist es geworden. Boah, okay, können wir dann nochmal nachlesen. Ist jetzt auch nicht wichtig, ne? Ja, Wir haben noch Blut. 10 Sekunden. Siehst du, die sind nämlich alle scheiße, die Ah, Antworten. das erste vielleicht, oder? Ja, das erste ist noch okay. Ah, plus minus 0, Aber okay. vor uns war eine bessere. Trans, inter, Ach du nicht Scheiße. binär. Das ist doch alles Gender Gaga. Richtig. Was? Oh, und die, genau, und die Aussagen sind auch Gender Gaga. Zum Beispiel, weil hier gegendert wird in den Aussagen. Also diese erste Aussage ist einfach falsch. Kein Mensch ist 100% weiblich oder männlich. Na gut, also sozial, ja, okay.
Doch jeder hat das Recht, nicht diskriminiert zu werden. Ja, die ist nicht falsch, die wird halt bloß missbraucht. Ja, ich verstehe das schon. Das Nicht jeder hat Zweite nur oder männliche so. Eigenschaften, ja, so, aber es gibt Männer und Frauen. So, darauf Ja. wollte ich hinaus. Wer bist du denn? Ah, lass das Erste machen. Scheint mir noch Das ist besser. das richtig Ja, geile Stuff. und jetzt haben wir es auch vorgelesen. Okay. Oh, und das war So, das richtig ist gut. Mensch, du. Und sie sagt, Homosexualität ist ansteckend. Was ist denn mit der Frau los? Gibt sich auch ein Schlau. Wahrscheinlich ist es das Letzte, oder? Nur weil homosexuelle Ja. Menschen sichtbarer werden und heiraten dürfen, ist das keine Epidemie, sondern mutig. Haltung zeigen, ja. Genau, lass das mal machen. Visibility spreaden. Ja, und Gottes Awareness, genau. Willen. Ja, Für Mensch, meine es war richtig. Das ist aber was. LGBTIA++-Schwestern und Brüder. Ja, okay, weiter. Lass einfach weitermachen. Ja. Schade, So, ich kommt dachte, es noch kommt was? nochmal hier das richtig Salzige. Wusstest du schon, in der Auseinandersetzung ist es sinnvoll, gezielt nachzufragen? Denn wer fragt, der führt. Wer am Stammtisch munter Parolen verkündet, ergeht sich oft in Allgemeinplätzen. Dann sollte sie oder er, aha, sie oder er, nicht er oder sie, angehalten werden, mitzuteilen, was er oder sie konkret meint. Also Ross und Reiter zu benennen. Oh, dieser Aber Grammatik verwirrt sie mich. oder er, also Nochmal, ich finde mich nochmal. als Transfrau jetzt hier schon wieder nicht inkludiert, also Nee, was mich hier ein bisschen stört, dass er oder sie ist ja eigentlich so eine feste Wendung im Deutschen, weißt du? Und dass es hier absichtlich gebrochen wird. Vor allem unterschiedlich innerhalb von zwei Relativsätzen. Also nochmal. Dann sollte sie oder er angehalten werden, mitzuteilen, was er oder sie konkret meint. Also einmal sie oder er, Ah, einmal er okay, oder sie. ja. Also, Das ist bestimmt dieses, wir müssen es immer wechseln, damit, ja. ja. Und das ist, also er oder sie ist meiner Meinung nach eine ziemlich feste Wendung, also die man im normalen Sprachgebrauch so in der Reihenfolge benutzt. Aber Also ich habe vor gut. dem Hintergrund Ladies First damit gar kein Problem tatsächlich, dass man erst das sie Boah. nimmt, aber wo ist denn jetzt hier oder wo sind denn die anderen 69 Geschlechter? Also ich Genau. finde Wo ist den denn Satz Enns? echt Das unglücklich müsste gewählt. heißen, dann sollte sie oder er oder Enns angehalten werden, mitzuteilen. Okay, lass mal Oder weitermachen. dann sollten sie angehalten werden, ganz allgemein. Ja, Plural. Gut, weiter. Schlimm. Let's go! Hast du den letzten Satz? Okay, hast du schon Ja, gelernt. nee, interessiert nicht. So, Aber wir letztes sind doch jetzt Ergebnis, hier was steht durch, denn da? oder? Was, ja, klick mal auf letztes Ergebnis. Ach, der Ach Bus. so. Aha. Okay, machen wir weiter. Das hat man schon. Und kann man scrollen? Kannst du noch scrollen? Ach, hier ist noch. Ach, Ach du Scheiße, ist noch oh was. Gott, oh nee, da habe ich fast gar keinen Bock mehr. Wir sind auch schon über der Stunde drüber. 2 Minuten über der Ja, dann Stunde. lass uns das hier. Die Eisdiele und den Tennisplatz. Wer kennt es nicht? Am Tennisplatz fällt dauernd hier Ausländer Ja. raus. Und zuletzt kämen in ein Haus, das ist vielleicht in der eigenen Wohnung oder auf Das einer ist so eine Party. Grillparty oder sowas, ja. Ja, also wir haben noch 3 Levels offen für die Zuhörer. Das ersparen wir uns jetzt mal. Ihr habt ja gesehen, worauf es hinausläuft. Ja, wir machen vielleicht eine neue Folge noch, aber ja, mal gucken. Ich weiß es nicht. Das Ja, mal sehen. wiederholt sich ja auch hart, oder? Wiederholt sich hart, ja. Aber so für das für unser Zeugnis dann, dass wir gute, aufrechte, diskutiert Demokraten innen sind, das Genau. wäre es schon wert. Auf jeden Fall. Oh je. Na gut, liebe Leute, jetzt habt ihr diese wunderschöne App gesehen, die zwar umsonst ist, aber eben nicht kostenlos für euch, weil steuerfinanziert. Richtig. Deswegen auch danke an euch, das war echt toll. Und ihr könnt euch mal wieder was ersparen, denn wir haben es für euch, uns für euch angetan. Ja. Ihr seid erlöst. Gut, dann vielleicht bis zu Teil 2 oder wieder zu unserer Goldgrubensammlung. Bis zum Okay. nächsten Mal. Tschüss.